Liebe Hornfamilie, hier ist einer der Konzertsäle am Sunset Boulevard in Los Angeles, Hollywood. Hier sind die Großen der Welt zu Hause auf der Bühne. Hier spielen sie vor Tausenden. Und hier sieht man, wenn die Menschen in Schlange stehen, wenn es heißt, wieder ein ausverkauftes Konzert, zum Beispiel von Coldplay. Oder wer ist gerade da? Die Jonas Brothers. The Jonas Brothers. Liebe Hornfamilie, es gibt einen Klartext zum Thema Umweltzertifikate. Schon so ein schwieriges Wort. Das haben die sich schon deswegen ausgedacht. Umweltzertifikate. Jetzt bei der Horn. Friday for Future! This is the last chance to fight for our rights. And it's a new chance to get back what we've destroyed. There's no future if we wait too long. Hand in hand, together we are strong. Stop the madness. Friday for Future! Stop the madness. Friday for Future! Save our planet. Let's make a better place. So many people look away and close their eyes. But it's high time to change, their minds. We all together should live side by side. Stand up and wake up. Umweltzertifikate. Da muss der Horn lachen. Da muss der Horn lachen, weil natürlich sofort wieder die Masse an Mensch, speziell Vielfliegern in Vielfliegerforen, sagen, tolle Idee. Meine Güte, da haben wir drauf gewartet. Da hat die Welt drauf gewartet. Das kann man gar nicht anders sagen. Vor allen Dingen hat die Industrie drauf gewartet, dass wieder die Menschen so, sorry, blöd sind und das auch noch kaufen. Es auch noch wirklich machen. Wirklich, der Horn kann es gar nicht fassen. Ich bin sprachlos. Ich meine, eben ist hier ein Mädchen vorbeigelaufen. Schade, das habe ich nicht aufnehmen können. Das hätte ich gerne aufgenommen. Die war, ich würde mal sagen, so 20, 25, schwer einzuschätzen. Hatte so mittelgroß, hatte die Ohren vom Fuchs und hatte hinten aus dem Rock raus einen kleinen Fuchsschwanz. Und dann sind so drei Mädels hier vorbei zurückgekommen, die haben sich totgelacht über das Thema. Und genau so, wirklich, also genau so. Ich meine, man kann sich über gewisse Themen totlachen. Absolut. Weil Umweltzertifikate, ich meine, ich bin hier am Sunset Boulevard, ja, der Sunset Strip. 77 Sunset Strip, klack, klack, in Hollywood. Und hier würde man sagen, hier erfindet man Geschichten. Hier erfindet man irgendwelche Storys, damit man Menschen in eine neue Welt bringen kann. Dass man ihnen etwas vorgaukelt, ihnen etwas vorspielt in einem tollen, fantastischen, ausgereiften Hollywood-Film. Ja? Das finde ich großartig. Aber wenn die Industrie, und die muss noch nicht mal nach Hollywood. Ich glaube, der hat wieder hinter mir was gemacht. Ich glaube es. Das ist immer sehr süß, wenn die hinter mir so komische Sachen machen. Ich kriege das ja leider immer erst mit, wenn ich am Schnitttisch sitze. Also wenn die Industrie, liebe Hornfamilie, wenn die hingehen und wenn die sich was einfallen lassen, dann lassen die sich was einfallen. Warum? Warum? Weil sie Kohle verdienen wollen. Weil sie extrem viel Kohle verdienen wollen. Ja, ist doch logisch, oder? Ich meine, das ist doch ein ganz klarer Fakt, oder nicht? Ja, ich meine, brauchen wir nicht drüber reden. Also, liebe Hornfamilie, ich musste mal ganz kurz schauen, ob alles sozusagen in Ordnung ist. Bleiben wir mal bei dem Thema Industrie und Umweltzertifikate. Was denkt ihr denn, warum die sich haben sowas einfallen lassen? Da gibt es ja zwei ganz klare Argumente, und zwar, die sind stich- und nagelfest. Erstens mal brauchen sie ein Alibi. Einfach. Die brauchen ein Alibi. Jetzt haben sie ein Alibi.
Und drittens brauchen Sie Deppen, die das bezahlen. Alle, die sowas buchen. Wer also heute ein Umweltzertifikat bucht, der macht sich ja nicht strafbar. Aber das, man kann es nicht anders bezeichnen. Selbst schuld, wenn man mehr zahlt für ein Ticket. Ich meine, wenn der Spur spricht von 35 Euro und höher oder tiefer, wie auch immer, also hat er auf jeden Fall davon gesprochen, es soll 35 Euro kosten und mehr. Ja, mehr will der auf jeden Fall, ist ja klar. Dann will der natürlich zusätzlich, wenn man das buchen kann auf der Lufthansa oder bei der Swiss-Seite und auch auf allen anderen Seiten, bucht man sich umweltneutral. So, heißt ja so ähnlich. Dingsneutral, ja? Da buche ich mir für 14 Euro was dazu, wie als ob ich mir eine Currywurst buche. Ja? Oder ich buche mir eine Sitzplatzgarantie. Die buche ich für 14 Euro, buche ich jetzt dann eben ein Umweltzertifikat mit und mache damit wen reicher? Erstens die Airline und zweitens der Verein, der hinter der Airline steckt. Ich meine, vielleicht hat ja mal einer von euch geguckt. Vielleicht hat ja mal einer von euch eingegeben bei Google Umweltzertifikat Lufthansa. Wer da hinten dran steckt, das ist ja eine Firma, will ich jetzt nicht nennen. Diese Firma, die müsst ihr mal googeln. Und dann gibt es Berichte, Jahresberichte, was die so buchhalterisch gemacht haben. Und da findet man dann Umsätze in Millionenhöhe. Millionen. Und die gehen nicht dahin, dass wir jetzt Bäume pflanzen. Hier, also irgendwelche Palmen oder so. Sondern die geht man hin und da hat man zum Beispiel von der Gesamtsumme 40% Steuer. Aufwandskosten für die Steuerberater, die Top 4. Der Rest von 40% ist Gehälter, speziell CEO-Gehälter. Und für 20% bauen die paar Palmen dahin, ja? Oder ein paar Dinge. Ich übertreibe natürlich, aber so ist das. Es ist keine Wohltätigkeitsvereinigung, es ist eine Vereinigung für Geld zu drucken. Ich drucke Geld. Ein Umweltzertifikat ist die Lizenz, um Geld zu drucken. Der Horn macht das jetzt auch. Nur, dass ihr Bescheid wisst. Ihr wisst ja, beim Horn ist der Unterschied, er pflanzt die Bäume wenigstens. Der Horn vergibt jetzt Umweltzertifikate. Wer also ein Umweltzertifikat, ein Horn-Umweltzertifikat kaufen will und nicht bei Lufthansa oder bei Swiss, ich mache denen jetzt Konkurrenz. Ganz klarer Fall. Wer hat mich auf die Idee gebracht? Coldplay. Coldplay, die Band, hat mich auf eine geile Idee gebracht. Ich höre bei uns im Radio, Coldplay geht nicht auf Welttour, weil sie die Umwelt schonen will. Und weil sie eben gesagt haben, okay, wenn die alle da mit dem Auto anreisen und die müssen reisen, dann ist das eben alles umwelttechnisch schlecht. Und deswegen wollen sie ein Zeichen setzen und gehen nicht auf Tournee. Wahrscheinlich so lange, bis eben sie merken, sie sollten auf Tournee gehen, weil das Album sich nicht verkauft. Denn die Plattenfirma wird ihnen schon ganz klar sagen, wann sie auf Tournee zu gehen haben oder nicht. Aber erstmal nehmen sie diese PR natürlich mit. Ist eine gigantisch geile PR. Darauf kam ich auf die Idee zu sagen, das machen wir auch. Der Horn macht das jetzt auch. Also heißt, die sind hin und haben gesagt, mit der Plattenfirma, wir haben eine geile Idee, wir setzen uns auf diesen Zug drauf, also Mitfahrer, und sagen, wir machen keine Konzerte und damit verkaufen wir erstmal das Album. Alle berichten weltweit, also auch natürlich, ihr seht ja, ich habe es ja gehört. Es kam ja an bei uns, Kunden. Und dann habe ich das wahrgenommen und dann habe ich gesagt, okay, das machen die. Und dann habe ich natürlich überlegt, geile PR, extrem geile Vor-PR. Und dann kommt im Endeffekt die Geschichte, dass sie dann, wenn sie merken, jetzt schleppt das ab, jetzt könnten wir nochmal einen Push machen, dann haben sie wahrscheinlich Umweltzertifikate beim Horn gekauft und dann können die auf Tournee fahren und zwar befreit von allen Umweltverschmutzungen. Geile Idee. Also liebe Horn-Familie, der Horn verkauft ab sofort Horn-Umweltzertifikate. Ihr könnt das Geld auch mir schicken. Also ich weiß es anzulegen. Ich finde jemanden, dem geben wir die Kohle. Das heißt, ich verkaufe das Umweltzertifikat. Ich sage euch noch, was ich sozusagen dafür verlange. Das schreibe ich auf jeden Fall da unten rein. Ich überlege mir das noch, aber das wird so ein Betrag sein um die 19,90. Muss ja ein bisschen mehr sein. Ich meine, der Horn und Lufthansa, ich meine, qualitativ extrem großer Unterschied. Der Horn ist ja Qualität, die Lufthansa ist ja Quantität. Das ist ja ein gewaltiger Unterschied. Heißt also, der Horn verkauft jetzt Umweltzertifikate. Damit könnt ihr umweltneutral fliegen. Ihr kriegt von mir eine Bestätigung, dass ihr umweltneutral geflogen seid. Das bestätige ich. Und wenn alles gut läuft, dann mache ich einen riesen Verein und dann
werden wir sehen, was wir mit dieser ganzen fetten Kohle machen. Ich meine, Millionen kann ich auch scheffeln, das ist kein Problem. Da mache ich mit, da bin ich voll dabei, da bin ich ganz vorne an erster Stelle und sage, jawohl, da suche ich mir dann auch noch einen geilen Steuerberater, den finde ich, ohne Probleme. Und mit dem machen wir eine Kohle. Und dann kriegt ihr diese Umweltzertifikate. Und dann dürft ihr umweltfrei fliegen, so wie das Coldplay macht. Coldplay ist schon der erste Kunde beim Horn. Ja? Das schicke ich denen sozusagen schon zu. Dann können die im nächsten Jahr 2021 auf Tournee gehen. Und der Horn ist sozusagen sponsored by der Horn Coldplay, die neue Tour mit Umweltzertifikaten, umweltneutral auf Tournee. Ah, ist das geil. Also das ist ja so geil. Und ich meine, das hier am Sunset Boulevard, ja? Da, wo die Bands auftreten, da kann ich hier einen Stand aufmachen. Das ist geil, da mache ich hier einen Stand auf und immer wenn die Leute hier vorbeikommen und gehen ins Konzert, verkaufen wir denen Umweltzertifikate. Unter dem Motto, pass auf, ihr könnt das kaufen, damit ihr eure Band unterstützt, um Umweltzertifikate damit zu haben, damit die auf Tournee gehen können. Noch geiler die Idee, wenn also die Fans von einer Band wollen, dass die Band auf Tournee geht, dann verkauft der Horn ihnen Band-Umwelt-Horn-Zertifikate. Geile Idee? Obergeile Idee! Das ist der Burner, sage ich. Das wird das Riesengeschäft. Natürlich alles legal und normal. Also, wie das bei Lufthansa auch ist. Also, wie das bei allen ist. Das neue Horn-Umweltzertifikat. Ab sofort zu buchen bei der Horn. Ihr könnt mir schreiben, info@derhorn.de. Da schreibt ihr mir das zu. Das wird direkt von der Kreditkarte abgebucht. Ich gebe euch eine Kontonummer, könnt ihr die ganze Kohle überweisen und ihr fliegt ab sofort umweltneutral. Das ist der Wahnsinn. Das ist wirklich jetzt ein Wahnsinn. Was der Horn alles sich... Also das, die Kreativität, die Synapse sind sozusagen am Explodieren gerade. Und das dank Coldplay. Das muss man sich mal vorstellen. Aber das finde ich jetzt ein Go. Macht mir große Freude. Ich hoffe, dass das für euch, liebe Horn-Familie, ich muss mal kurz pumpen. Ich habe wieder einen geilen Platz gefunden. Ich stehe... Ich habe mich angepumpt an so einem Parameter hier für Geld einwerfen, damit man hier eine Parkuhr, ja, da habe ich mich angepumpt. Passt aber gut, da habe ich ein schönes Kulissenbild gehabt und konnte das bringen. Also liebe Horn-Familie, Umweltzertifikate ab sofort beim Horn. Ich würde sagen 19,99 und ich bestätige euch, mit jedem 19,99 pflanze ich einen Baum für euch. Ist ein Go. Abonnieren. Weiterempfehlen, liken und nicht vergessen, ab sofort Umweltzertifikate kaufen beim Horn. Und tschüss! Say yes to the world.